Ich bin so schnell wie mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist meine Fitness auch. Also ich gehe in kein Fitnessstudio und wenn ich ein paar Mal in der Woche mit dem Rad fahre, dann habe ich mich bewegt. Ich habe immer Ausreden gehabt, dass ich das nicht tue. Und warum das nicht geht, eine Ausrede ist zum Beispiel, dass ich ein Hemd anhabe oder ein Sakko. Das Thema Radlfahren ist vor allem durch das Projekt Fitte Wadeln, Fitte Umwelt entstanden. Und da ist es in verschiedenen Challenges darum gegangen, die Mitarbeiter zu mehr Bewegung zu bringen. Also da wurden Kilometer gesammelt per Rad und per Fuß. Die Infrastruktur muss stimmen, das heißt die Radabstellplätze müssen wo sein, wo man nicht Angst um sein Rad haben muss. Wir haben seitdem zum Beispiel bessere Radständer und nicht mehr diese felgengefährdenden Radständer. Dann gibt es auch die Leute, die kompetitiv sind, also wo es darum geht im Wettbewerb, wer sammelt mehr Kilometer. Dann gibt es die vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen werden, also für die man einfach Ideengeber sind, so, ah ja, ich könnte mal mit dem Rad kommen. Also bei mir hat es jedenfalls das ausgelöst, dass ich dann mich damit beschäftigt habe, auch mit dem Fahrrad daher zu fahren. Ja. Ich bin heuer den ersten Winter quasi durchgefahren, also nicht jeden Tag, aber halt, ich habe das Rad nicht eingewintert. Und wir haben insgesamt über 300 Leute, die mitgemacht haben. Bei einem Mitarbeiterstand von rund 600 Mitarbeitern ist das schon ein recht gutes Ergebnis, denke ich. Ich habe zwar einen hochroten Kopf, wenn ich hier ankomme, aber nein, das macht total Spaß, dann Heimfahren da hinunter, das ist Wonne.